Also mein Name ist Oliver, ich bin seit 3 Wochen hier im Braum-Zeit-Labor, von daher ist der erste Vortrag hier. Ich habe bei meinem ersten Besuch hier beim Rundgang gegenüber ein paar Leuten erwähnt, dass ich sowas schon mal gemacht habe, dass ich mich also mit Videospielautomaten in der Vergangenheit beschäftigt habe, aber auch 2 Automaten zu Hause. Allerdings umgebaute Stand-Up-Geräte, also so richtige wie in der Spielhalle mit Donkey Kong und so. Mir war das immer zu langweilig, um mit einem Spiel zu spielen. Von daher habe ich das Innenleben in der Regel relativ schnell rausgeräumt und habe einen PC reingebaut und auf Basis Mame eben eine Multi-Arcade-Maschine gemacht mit mehreren 100 ROMs, sodass man da entsprechend auch halt was auswählen kann. Bin also nicht Vertreter der klassischen Arcade-Gemeinde, wie sie zum Beispiel in Karlsruhe zu Hause ist, bei den Retro-Games. Die pflegen ja die Automaten so, wie sie sind, sondern möchte eigentlich eher so Multifunktionsgeräte bauen. Thema hier ist jetzt Cocktail Arcade auf Basis Mame. Das heißt, ich würde gerne ein Projekt machen mit einer speziellen Bauform. Also das kennt ja jeder, diese Videospielautomaten, die halt aufrecht stehen, relativ viel Platz brauchen. Ich würde jetzt gerne mal einen Tisch bauen. Die waren in Deutschland nicht besonders populär. Man sieht es aber an den Preisen, die sie bei eBay erzielen. Das sind im Prinzip so Tische, wo man sich gegenüber sitzt mit einer Rauchglasscheibe, unter dem halt irgendein Display ist, wo man im Prinzip dann ein paar Spiele gegeneinander spielen kann. Das waren dann in der Regel so Jump-and-Run-Spiele, Frogger, Donkey Kong, Pac-Man und Penguin und so Geschichten. Also die gute alte 80er-Jahre 8-Bit-Ära sind völlig aus der Mode gekommen in der Zwischenzeit. In der Zwischenzeit gibt es aber eine Renaissance. Man findet die Dinger bei eBay für weit über 1.000 Euro. Und ich möchte so ein Ding haben, möchte aber nicht die 1.000 Euro bezahlen. Von daher bin ich am Überlegen, wie kann ich mir selbst für zu Hause, in meinem Keller habe ich keinen Platz mehr für Dinge, für so Geräte, von daher muss ich jetzt in die Wohnräume reinwachsen. Wie kann ich also auf Basis von einfacher Technik ein möglichst professionell aussehendes Gerät bauen, was man im Wohnzimmer so als Couchtisch unterschieben kann, ohne dass es jemand merkt. Von daher geht es mir jetzt hier konkret um das Thema Cocktailautomat. Wenn natürlich jemand Interesse hat, einen anderen Automat zu bauen, könnte man das natürlich im Rahmen dieses Projekts mit betrachten. Aber mein Fokus wäre dann halt eher auf so Tischgeräte. So, warum? Weil es geht, klar, Standardbegründung. Warum ein Cocktail? Ich halte Cocktail für perfekt in Wohnräumen geeignet. Es muss ja nicht jeder Raum aussehen wie eine Spielhalle. Es reicht ja, wenn ein Raum im Haus irgendwie mit Automaten zugepflastert ist, dann muss es ja nicht überall so sein. Von daher, wie gesagt, will ich einen Cocktail. Das Ziel ist es, ich möchte ein möglichst realistisches Look and Feel haben. Das heißt, das Gerät soll sich so verhalten, wie das früher in den 80ern war. Es soll aber eine völlig andere Technik drin sein. Es muss eine Bedienbarkeit gegeben sein, die ausschließlich über die Joysticks und über die Feuerknöpfe funktioniert. Das heißt, nicht irgendwie noch Tastatur aus einer Schublade raus mit irgendeiner versteckten Maus oder sowas, sondern ich will wirklich eine Oberfläche haben, die ich komplett über die Knöpfe bedienen kann. Und ich brauche ein robustes Operating System, möglichst mit einer Multi-Emulator-Unterstützung, also dass man nicht nur Mame mit den alten ROMs spielen kann, sondern vielleicht auch noch so ein bisschen Supermodel, also diese Sega-Automaten aus den 90ern. Und wenn es geht, auch noch so ein bisschen Amiga und Atari und so Geschichten. Ne? Also möglichst universell einsetzbar und wenn es noch ein bisschen Sound sein darf, möglichst auch noch eine Jukebox-Funktion. Die Komponenten, klar, wir brauchen Gehäuse, das soll möglichst original aussehen. Das heißt, wirklich Bescheid und nicht irgendwie zusammengezimmert oder vom Schwärmel. Es gibt da Bastelansätze, die auf Basis von einem IKEA-Lacktisch einen Cocktail-Cabinet bauen. Das wäre mir zu puristisch, das gefällt mir nicht, sondern es soll halt schon so aussehen, als wäre es ein richtiges. Ich möchte eine Münztechnik haben, das heißt, ich möchte entweder einen Münzprüfer haben oder einen Münzkomparator, also die Billigalternative, die nicht wirklich eine Münze prüft, sondern nur eine eingeworfene Münze mit einem eingespannten Gegenstück vergleicht. Klar, ein User-Interface, also Joystick und Knöpfe. Das Ganze auf Basis von einem älteren PC oder Laptop. Ich habe mal meinen Laptop, den ich dafür vorgesehen habe, mitgebracht. Das ist ein alter Toshiba, der steht auf dem Tisch, so ein altes silbernes Ding. Ist 8 Jahre alt, läuft perfekt, wäre dazu einmal voll machbar. Selbst das TFT könnte man dafür verwenden, das ist groß genug. Und man braucht halt irgendeine Art von Schnittstelle zwischen dem PC und den Joysticks, die natürlich auch in Spielhallenqualität ausgeführt sein sollen. Also nicht irgendwie so Wackel-Joysticks, sondern auch keine umgebauten Competition Pros, sondern halt richtig das, was, wie man es aus der Spielhalle kennt. Der Lösungsansatz ist, Gehäuse nach Plan bauen.
Also es gibt Pläne im Internet. Ich habe mal ein paar vorbereitet, habe die auch gesichtet. Die größte Herausforderung da ist es vermutlich, die zölligen Maße in metrisches System zu übertragen. Das Ganze entsprechend bauen, Querstrich bauen lassen, wenn man nicht gerade mit der Stichsäge die Rundungen hinkriegen möchte. Dann halt einen alten Laptop reinbauen. Display vom Laptop bzw. einen zusätzlichen TFT. Für die Puristen wäre das natürlich überhaupt nichts, weil die Puristen setzen mal zumindest auf eine Röhre und möglichst auch keine CRT-Röhre aus dem PC, sondern wirklich die alten 15 kHz Röhren, wo die Pixel wirklich ganz wackelig aussehen. Habe ich nie gemacht, würde ich auch nicht tun, weil ich habe eine extreme Panik vor Hochspannung. Also alles, was so irgendwie bis 220 Volt geht, kann ich mit umgehen, aber mit Hochspannungsröhren und Hochspannungstransformatoren, da stehe ich irgendwie aufs Kriegsfuß, kann ich nicht. Als Möglichkeit für eine Oberfläche gibt es in der Zwischenzeit eine Linux-Distribution, die nennt sich GNU Linux Arcade Distribution. Man läuft komplett auf Debian, meine ich, oder Ubuntu. Wird von einer Gruppe von Leuten gepflegt. Die bringt schon relativ viel mit. Da muss natürlich noch ein bisschen dran gedreht werden, damit sie eingängig über alle Emulatoren verfügbar ist. Man muss noch ein paar Emulatoren kompilieren, die nicht als Binaries verfügbar sind. Man muss sich ein paar Themen überlegen, wie man das ganze Ding aus dem Netzwerk erreichbar macht. Und zwar so, dass man es automatisiert patchen kann, etc. ROMs nach Verfügbarkeit, die gibt es überall. Ich habe mal angefangen zu sammeln, bei 6000 habe ich aufgehört zu sammeln. Also die findet man einfach so. Ich weiß auch nicht wo. Und natürlich ein Interface für Joystick und Knöpfe, da gibt es verschiedene Ansätze. Es gibt professionelle Lösungen, die kosten so zwischen 40 und 80 Euro. Finde ich langweilig. Meine Idee ist, dass man vielleicht auch aus einer alten Tastatur ein Interface hinkriegen kann. Zumal alles, was an Tastaturbedienung von Emulatoren funktioniert, eigentlich auf den MAME-Standard zurückzuführen ist. Das heißt also WASD und die Pfeiltasten und das dann entsprechend auf professionelle Knöpfe bzw. Joysticks legen, die kriegt man im Fachhandel. Da ist meine Adresse angegeben, arcadeshop.de, der hat ein extrem großes Sortiment, der hat auch diese ganzen Interfaces. Aber wie gesagt, Idee ist, dass man vielleicht mit einem Tastaturcontroller oder mit einer alten Tastatur da vielleicht schneller und vor allem günstiger zum Ziel kommt. Gehäuse. Ich habe mal so eine kleine Marktübersicht gemacht. Also man kriegt fertige Cabinets als Cocktailautomaten für weit über 1000 Euro. Ich habe auf der Gamescom einen gesehen, der die Dinge für 1200 Euro vertickt. Bei eBay gehen sie für deutlich über 1000 Euro. Werden sie angeboten. Ich weiß nicht, ob die jemand kauft. Es gibt aus England Gehäusebausätze, die kosten dann mit Transport deutlich über 500 Euro. Alte Cabinets bei eBay liegen so zwischen 50 Euro und 1000 Euro. 1000 Euro ist an der Stelle völlig überzogen, 50 ist eine Ausnahme. Vorhin ist wieder einer versteigert worden für 160 Euro, meine ich. Das war aber im Prinzip nur ein Haufen Elektronikschrott und ein paar Bretter. Dafür ist es eigentlich überteuert. Baupläne für ein Cabinet gibt es im Internet. Herausforderung, die ich sehe, ich arbeite viel mit Holz, aber nicht gut, ist es wirklich die Kurvenradien gescheit auszuschneiden, sodass man sagen kann, das sieht klasse aus. Das heißt, ohne eine entsprechende Fräse oder einen Schreiner, Glaser, der mal die Rauchglasscheibe fräsen kann oder wenigstens gescheit schneiden kann, glaube ich, kommen wir da nicht gescheit zum Ziel. Vielleicht fällt uns aber auch noch eine Raumzeitlaborlösung ein. Also wir haben letzte Woche mal ein bisschen angefangen zu brainstormen. Man könnte sich ja vorstellen, dass man mit einer normalen Fräse und mit einer Schablone, die man aus dem Laserschneider produziert, vielleicht auch eine halbwegs passable Lösung für eine Pressspanplatte hinbekommt. Aber da sollten wir vielleicht auch mal in der Gruppe drüber diskutieren. Das Innenleben, wie gesagt, also ein älterer PC, Pentium 4, 2 Gig reicht für Linux locker aus. Selbst mit anspruchsvolleren Emulatoren wie der Supermodel für Sega-ROMs reicht das völlig aus. Displays, wie gesagt, Geschmackssache. Ich will es einfach mal mit dem LCD ausprobieren. Die Dinger sind in der Zwischenzeit so günstig, dass es, glaube ich, machbar ist und stehen in der Regel irgendwo in der Gegend rum. Die Controls kriegt man für relativ wenig Geld zu kaufen. Also als Beispiel ein passabler Joystick in Spielhallenqualität kostet 16 Euro. Die
Knöpfe mit Mikrotastern hinten dran, die auch entsprechend wartungsfreundlich sind, weil man sie jederzeit austauschen kann. Kostet so zwischen 2 und 5 Euro. Und die kriegt man auch als Sets zum Beispiel bei eBay für, keine Ahnung, 30, 40 Euro zu kaufen. Woran ich nicht sparen würde, ist ein 2.1 Soundsystem, dass man auch einigermaßen Musik da rauskriegt. Also die Autobahnen früher hatten halt nur Mono-Lautsprecher, das war nicht so der Bringer. Aber insbesondere, wenn man das Ganze noch als Jukebox benutzen will, soll es halt schon gescheit Musik machen. Ich habe da gute Erfahrungen gemacht mit so einem 2.1-Set, wo man einfach die Hochtöne ins Gehäuse rein verankert und den Tieftöner halt unten irgendwo im Gehäuse liegen lässt, befestigt, dass er nicht rumwummert. Bringt einigermaßen gute Ergebnisse. Und dann hat, wie gesagt, ein Encoder für die Kopplung der Controls an den PC. Die nennen sich irgendwie PAC. Da gibt es den JPEG. Das ist ein Konverter für die alten Jammer-Interfaces, die Automaten von Haus aus haben, auf dem Tastaturinterface bzw. auf USB. Also es hat sich in dieser ganzen Automatenszene ein Bus rauskristallisiert als Standard, das ist der Jammer-Bus. Da ist im Prinzip genau, das ist ein relativ langer Stecker mit 40 Pins oder so irgendwas. Da ist klar definiert, welcher Knopf eben wo drauf belegt ist, sodass man eben diese PCBs, also diese fertigen Spieleboards, in den Automaten austauschen konnte. Und da gibt es eben, wenn man schon ein fertiges Gehäuse mit Jammer-Bus hat und den fertigen Controls, kann man eben über so einen Encoder direkt seinen PC ansteuern. Brauchen wir nicht mehr viel machen. Da wir das Ding von Grund aufbauen müssen, haben wir keinen Jammer-Bus, brauchen wir keine Rücksicht zu nehmen, können wir also im Prinzip einen eigenen Encoder bauen. Die Software, wie gesagt, muss möglichst robust sein. Mein Benchmark an der Stelle ist es, dass mein Sohn einfach so das Ding ausschalten können muss, ohne dass das Betriebssystem anschließend in irgendeinen komischen Recovery-Modus wechselt. Meinen ersten Automaten habe ich auf Basis MS-DOS 6.2 gebaut. Da gab es nämlich eine Oberfläche, die nannte sich Arcade OS. Da hat das Gerät reingebootet, war komplett über Joysticks bedienbar. Und man kann es jederzeit ausschalten, ohne dass was kaputt geht. Kleiner Haken an der Sache ist, man braucht halt eine Soundkarte, die von DOS unterstützt wird. Und die findet man inzwischen nicht mal mehr auf Flohmärkten. Da brauchen wir noch ein Board, was einen ISA-Steckplatz hat. Die findet man auch nicht mehr auf Flohmärkten, weil die Kondensatoren in der Zwischenzeit alle geplatzt sind. Von daher fällt das als Möglichkeit aus. Das heißt, man ist schon beim moderneren Betriebssystem und mit Windows wollen wir nicht anfangen. Also ich zumindest nicht. Habe ich mir ein paar Emulatoren angeschaut, auch ein paar Oberflächen. Die sind nicht wirklich so, dass man sagen kann, läuft klasse. Netzwerkfähigkeit ist klar, da fällt dann die DOS-Lösung auch wieder raus. Schickt wäre auch eine Sache, wo man Netzwerkspiele spielen kann. Also dass jemand an diesem Marmet-Kabinett spielt und jemand halt mit dem PC sich daneben setzt und man spielt halt meinetwegen dann keine Ahnung, Duke Nukem oder so irgendwas Klassisches übers Netz gegeneinander. Und da bleibt eigentlich nur noch diese GNU Linux Arcade Distribution übrig, die ich auch in einem Demo auf diesem Ding da mal installiert habe und auch nachher mal zeigen kann kurz. Das ist so ein Bauplan, den ich gefunden habe. Wie gesagt, zöllig. Klar, kommt aus den USA, aber sehr, sehr detailliert. Das heißt, wenn ich einen findigen Schreiner finden würde und sagen würde, hier, koste es, was es wolle, baue mir dieses Ding, sollte der dazu in der Lage sein, das zu tun. Kostet natürlich entsprechend Geld, was ich nicht ausgeben möchte, komme ich gleich dazu. Kosten, mal in der Kalkulation, was wäre ich bereit für sowas auszugeben? Wären 150 Euro für Holz, Lack und Glas, also eine Rauchglasscheibe und ein Holzkorpus, das sind nicht viele Bretter. 100 Euro für die Arcade-Technik, das sind zwei Joysticks und 8 Taster. Eventuell eine Münztechnik, wobei die kann man gebraucht ganz gut kaufen und einbauen. Was ich dann natürlich in der Kalkulation nicht drin habe, ist die vorhandene Technik, also ein vorhandener PC, Monitor, Tastatur, Krempel. Das ist bei den 250 Euro nicht dabei, aber ich wäre bereit für 250 Euro. Das wäre auch für mich ein Ansporn, diesen Kostenrahmen nicht zu sprengen. Würde ich mal kalkulieren, dass man damit hinkommen müsste. So, das ist das Gesamtbild. Das war übrigens die Motivation, warum ich überhaupt mit dieser ganzen Geschichte angefangen habe. Ich wollte immer mal Donkey Kong zu Hause haben. Also richtigen Donkey Kong. Nicht nur im C64 oder auf Mamiya, sondern halt richtig wie in der Spielhalle. Mit der Meldung Insert Coin. Und das war dann auch so das erste Ziel. Ich habe gesehen, bei dem letzten, bei dem vorletzten Termin
mit den Kids hier aus Mannheim da, weil irgendeiner von euch hat ein Donkey Kong T-Shirt. Habe ich mich sofort wieder erkannt und gesagt, hey, klasse, super. Erstmal bis dahin Fragen. Mit diesen ROMs, wie ist das da eigentlich mit den Rechten? Kleben die Hersteller da immer noch an ihrem Copyright oder werden die inzwischen auch freigegeben, weil das Zeug so alt ist? Das ist relativ undefiniert. Also, na, ist klar definiert, die gehören jemand. Ja? Also deswegen kannst du dir auch nicht, kannst auch nicht sagen, du baust so ein Automat und stellst dir dann in irgendeine Kneipe und verlangst dafür Geld. Das geht nicht. Aber letztendlich sind sie frei im Internet runterladbar und zwar nicht über irgendwelche Schmuddelseiten, sondern da gibt es dann irgendwie The ROM Nation und sonst irgendwas. Kannst du über Suchstrings kannst du die entsprechend runterladen. Aber wie die rechtliche Grundlage dafür ist, kann ich dir ehrlich gesagt nicht beantworten. Müssen wir also es ist nicht so, dass inzwischen die Copyright-Halter sagen, also wir geben es frei oder so. Einfach auch für die Szene. Also bei sowas... Super Mario ist der top aktuelle Protagonist von Nintendo. Ich glaube nicht, dass sie daran die Rechte irgendwann mal freigeben. Solange sie noch klar entscheiden können zumindest. Und so geht es mit ganz vielen anderen Sachen auch. Also höchstens bei irgendwelchen Firmen, die es in der Zwischenzeit nicht mehr gibt oder die in der Zwischenzeit was anderes machen, also Commodore zum Beispiel oder so irgendwas. Also ist dann halt für den privaten Gebrauch. Das ist für den privaten Gebrauch, beziehungsweise für irgendwelche Open-Source-Geschichten. Also es gibt ja immer noch Leute, die entwickeln für diese Plattform, auch irgendwelche Open-Source-Themen. Es gibt eine Demo-Scene, eine aktive für alle möglichen alten 8- und 16-Bit-Plattformen, die man natürlich über so eine Geschichte auch abfackeln könnte. Das wäre jetzt nicht das Thema, sondern man ist nicht zwangsläufig dazu verdammt, Raubkopien einzusetzen. Wenn man Spaß dran hat, kann man sich die PCBs auch in den Schrank legen. So als Nachweis, ich hab's mal gekauft. Die Bretter, wie dick sind die? Was müsste man da bearbeiten? Also die beiden Automaten, die ich habe, sind kommerzielle. Also die habe ich von Automatenaufstellern bzw. von privat bei eBay mal gekauft. Das sind 19, 21, 23 mm Pressspannbretter. Du könntest mit MDF machen, sieht ein bisschen schicker aus. Vielleicht auch von der Oberfläche, dass man das halt beizen kann und nicht irgendwie einfarbig lackieren muss. Und ja, 2 cm brauchen wir schon einen richtigen Fräser. Das ist so, also das kriegt man nicht mehr in den Lasercutter rein, aber vielleicht ist es möglich, mit dem Lasercutter einfach eine Schablone zu schneiden. Halt auf Maß, möglichst genau, und dann halt mit der Fräse rundum zu fahren oder halt das irgendwie dann so halt manuell zu machen. Ja, wird jemand mitmachen? Der bringt nicht das Sachen. Ich glaube, das ungewöhnliche Hauptproblem ist die Holzarbeit. Oder? Also das irgendwie... Abpunkt ist jetzt halt leider nicht da. Ich glaube, ich könnte mir vorstellen, dass der mit dem Holzbach so hast doch kein so großes Problem. Was gibt's gerade da? Auch eines Arcade-Automaten. Das Thema hattest du, glaube ich, mal in einer Wunschliste draufstehen. Ja. Okay. Ich wusste davon nichts, deswegen habe ich dazu. Also wenn du irgendwie Schablonen machst mit einer gescheiten Oberfräse, ist es absolut kein Problem. Wenn du Kanten verrunden willst ordentlich, dann musst du halt, wenn die Schablone nur eine gewisse Größe hast, musst du halt viermal schon setzen. Aber das lässt sich eigentlich relativ unfallfrei eigentlich machen, sowas. Okay. Also nur als Beispiel. Das Gerät heute. Man sieht man hier relativ schlecht. Das war kein besonders schickes Gerät. Ja. Stand sogar in Rosenheim. Ich wäre deswegen bis nach München gefahren. Also es war eher so ein Gerät von Ende der 80er, Anfang der 90er, was auf so Chromfüßen gestanden hat. Also das fand ich jetzt nicht so sexy. Ich will eher ein anderes Gehäuse haben, was eher so kubistisch ist. Also à la Pac-Man bzw. Mrs. Pac-Man gab es so eine Gehäuseform. Und das war, glaube ich, noch nicht das... Doch, das war das erfolgreiche Gehäuse. Also 160 € nur das Gehäuse. Das kann man im Prinzip rausschmeißen und muss es ersetzen.
Und das ist ja mal zur Illustration, wie in dem Screenshot eben gerade, so ein kompletter Bauplan, ne? Übersicht mit entsprechenden Bemaßungen, hat sich jemand Mühe gegeben, hat sogar die Kurvenradien entsprechend festgelegt. Und das ist eins, das sieht dann am Ende einigermaßen entsprechend aus. Und also da habe ich wirklich die größten Probleme, genau so Radien hier oben so darzustellen, dass man es anschließend auch angucken mag. Also ich kann mit einer Stichsäge umgehen, ich kann mit einer Kreissäge umgehen, aber das so zu machen, dass es wirklich professionell aussieht, traue ich mir nicht zu. Es dürfte eigentlich kein Problem sein. Es gibt genügend Firmen, die haben Lasermaschinen, da kannst du dir so ein Ding auslasern lassen. Teuer wird es vielleicht ein Huni kosten, die Schablone, wenn überhaupt. Hm. Das ist eine schöne Schablone, kannst du drauflegen, gehst mit der Oberfräse einmal rum. Weil unser Laser ist, da musst du halt wirklich viel umsetzen. Wie groß ist denn der Radius da von den Ecken? Also das Gerät wird am Ende so lang, so breit, also 80 auf 60 etwa. Und eine Halbschablone brauchst du mindestens, damit es einigermaßen scheitert. Das ist ja symmetrisch, ne? Ja, ja. Das heißt, du brauchst auf jeden Fall ein Maßstück, was dann irgendwie 60 mal 40 ist. Ja, wenn, dann macht man gleich das Ganze. Klar. Du hast ja nichts. Schraubenlöcher rein, festquackst, Thema erledigt. Dann mit einer gescheiten Fräse drumherum, ja. Genau. Hast du das als DXF? Das ist merkwürdigerweise eine Word-Vorlage gewesen. Also man müsste mal vektorisieren und ich bin auch bereit, es zu vektorisieren, wenn ich es nicht alleine mache. Also wenn ich am Schluss nicht alleine an dem Gehäuse arbeite, sondern dann mal, wenn wir da irgendwie ein Projekt drauf starten. Ja, zumindest mal für hier wäre so ein Automat ganz spaßig. Mhm. Es gab ja auch schon mehrere Leute, die einen bauen wollten. Genau. Aber eine gute Frage, wie löst du das Problem mit den Blickwinkelabhängigkeiten bei Displays? Das ist eine gute Frage. Das ist ein Problem bei TFT, ja. Genau, da gibt es nämlich volle Möhre in Rappel. Das ist ein Problem bei TFT. Also entweder man kauft da halt ein entsprechendes Display oder organisiert sich eins oder guckt, dass man noch irgendeine Röhre kriegt. Da ist das Thema nicht da. Bei der Gehäuseform ist das Interessante, wenn ich die gesamte restliche Technik auf dem Laptop basieren lasse, habe ich Platz ohne Ende. Das heißt, da fällt mir Röhre nicht weiter auf. Ich habe jetzt den zweiten Automat, den ich gebaut habe, der ist 55 breit. Und da passt ein Röhrenmonitor nicht wirklich rein. Also höchstens so ein 17 Zoll Röhrenmonitor, den hatte ich nicht parat. Und außerdem fand ich es ein bisschen mickrig. Da habe ich dann 19 Zoll TFT reingebaut. Aber ansonsten, wenn der Platz da ist, kann man auch ein CRT reinbauen. Ja, das Problem ist halt, die CRTs, die sind dann verdammt tief in 19 Zoll. Ne? Die sind ja bald doppelt so tief wie breit. Und gut, die Sperren. Richtig, ja. Hat nicht gerade jemand so einen riesigen CRT angeschleppt vor ein paar Wochen? Ja, aber das kannst du verhackstückeln. Also so ein 19er, der ist nicht so tief. Allein der Monitor war ja schon über fast 50 cm. Ja, das ist kein Problem. Also die Originalen sind genauso tief. Okay. Und die Gehäuse, also das steht auf dem Boden. Mhm. Also wenn das wirklich so, keine Ahnung, was hat das, 70 cm hoch ist, hast du die entsprechende Tiefe. Das ist kein Spaß. Okay. Du musst halt gucken, dass du richtige Befestigungspunkte findest für den CRT, dass dir das Ding nicht runterrutscht. Ja gut, die Röhre ist ja meistens auch so gespannt über vier Punkte hinten an der Displayfront. Ja, den Röhrenmonitor, den ich verbaut habe, also mein erster Automat, habe ich das war ein NEC-Monitor, ganz teures Ding damals, da habe ich die Abschirmung komplett angelassen und habe festgestellt, dass der vorne an der Röhre vier M6er Mutter hatte. War das M6? Ich glaube, es war M6. Und habe dann im Prinzip über Bleche das Ganze mit einer Pressspannplatte verbaut und der hält seit inzwischen 7 Jahren und ist noch nicht runtergefallen. Von daher scheint es zu halten. Das Problem beim Röhrenmonitor ist, du musst dann halt eine Bezel bauen. Also halt entsprechend einen Ausschnitt, dass du halt nur das siehst, was du sehen sollst, bevor die Raumglasscheibe aufgeht. Beim TFT kannst du halt einfach drunter pappen, Feierabend. Aber die Blickwinkelstabilität ist ein Problem. Ja. Könnte man mit einem Plasma erschlagen, aber die darfst du ja nicht auf den Rücken legen. Stimmt, warum eigentlich? Ich glaube, es hat irgendwas mit dem Aufbau des Apps vom Gewicht, weil das irgendwas drückt sich selbst durch. Okay. Ich habe zwar eins daheim, aber ich bin noch nie auf die Idee gekommen, es auf den Boden zu legen.
Ich habe die letzte Woche mit einem Videokonferenzsystem auf Basis von einem Plasma montiert. Und da war auch, oh Gott, ich will bloß hier am Rücken legen. Aber warum, weiß ich halt nicht. Nein. Und würde sich denn nicht ein altes IPS-Panel? Also würde das nicht funktionieren? So mit der Blickwinkelabhängigkeit? Ich weiß jetzt nicht. Man müsste vielleicht einfach mal ausprobieren, wie das so ist, wenn man sich gegenüber sitzt, wie die Winkel sind, und könnte man ja einfach mal unterschiedliche Monitortechniken hinlegen. Genau, also man könnte zum Beispiel jetzt einfach mal gucken, was man hier vom Monitor hat, und könnte auf den Rücken legen und gucken. Ich habe daheim noch einen uralten ISO. Ja. Mit dem könnte das funktionieren. 17 Zoll. ISO 17 Zoll habe ich auch mal zu Hause. Ja, ist halt schon, ist halt nur so. Ich glaube dann, wie er schon gesagt hat, das Panel von dem Laptop wird wahrscheinlich ein bisschen schwierig. Aber ausprobieren kann man. Genau. Also wenn sich noch jemand die Distribution angucken will, würde ich das Ding nochmal startklar machen, dauert aber einen Moment. Ansonsten kann man das aber auch in eine kleinere Runde machen. Also kann man runterladen, gibt es als ISO-Image, hat einen Live-Modus, kann man hochfahren, und die Entwickler haben auch schon mal ein paar Demos für den C64, für den Atari ST und sowas mit drauf gebastelt. Das heißt, man kann schon mal irgendeinen Emulator starten und sieht halt irgendwas. Allerdings ist auch einiges Customizing notwendig, um das Ding richtig zum Laufen zu bringen. Also Software ist von der Arbeit her mal mindestens 25% der Arbeit, bis das richtig gescheit läuft, sodass das wirklich in den Modus reinfährt, dass ich das Gerät mit dem Joystick bedienen kann. Weil ich will da nicht anfangen mit einer Tastatur, noch zwischendrin ist es Käse. Selbst mit Funktastatur, das ist irgendwie nicht das Richtige. Okay, dann erstmal danke.